Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial an der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie der Blueprint Class funktioniert und was der Unterschied zwischen dem Blueprint Class und dem Level Blueprint ist. Ja? Dazu sind wir in dem Third Person Template. Hier haben wir eine Übersicht im Content und wir erstellen uns erst einmal einen Blueprint Class. Ja? Ihr kommt hier rein, indem ihr rechte Maustaste drückt und hier Blueprint Class. Ihr habt hier verschiedene Klassen. Wir schauen uns heute erstmal den Actor Class an. Ja? Den Actor Blueprint BP, ja, Actor, ja. So. Und dann klicken wir doppelt drauf und dann sind wir schon Blueprint Class. Ja. Der Unterschied zwischen dem Blueprint Class und dem Level Blueprint ist erst einmal, dass wir hier zwei zusätzliche Tabs haben. Ja. Einmal den Construction Script und einmal den Viewport. Den Event Graph gab es auch im Level Blueprint. Ich mache auch dazu mal den Level Blueprint auf. Dann geben wir hier Open Level Blueprint. Entschuldigung. So, hier steht, wie ihr seht, Level Blueprint und hier Blueprint. Ja. Beim Level Blueprint gibt es nur einen Event Graph hier, Viewport und Construction Script. Beim Blueprint haben wir noch zusätzlich einen Components Tab und hier ist es eigentlich dasselbe wie beim Level Blueprint. Ja, hier kann man Funktionen erzeugen, Variablen, Event Dispatcher hier im Blueprint Class, auch Variablen, Funktionen, Macros. Aber hier kann man noch die Komponenten hinzufügen. Ja. Außerdem gibt es noch ein Details-Panel, den man einstellen kann. Ja, genau. Die Sache war so, dass wir beim Level Blueprint aus dem Viewport, wie ihr euch erinnern könnt, also aus anderen Videos, aus dem World Outliner direkt die Objekte reinziehen konnten. Das heißt, zum Beispiel hatten wir hier, nehmen wir mal einen Cube, den setzen wir mal hier rein. Ja. Dieser Cube hier, wenn wir eine Referenz zu diesem Cube haben wollten, dann mussten wir eigentlich nur in den Level Blueprint da reinziehen und da hatten wir schon eine Referenz. Beim Blueprint Class ist das anders. Das ist so, dass wir hier nicht einfach einen Cube reinsetzen können. Ja? Genau, wie wir Referenzen erstellen, das stelle ich noch mal im späteren Video dar, aber es geht nicht so einfach. Stattdessen können wir auch zum Beispiel Komponenten einbauen. Ja? Also wie hier auch Cube ist im Level, können wir hier Komponenten einbauen. Komponenten sind eigentlich das gleiche wie alles hier, zum Beispiel Licht, ja, Basic Shapes oder Post-Process Volume, Physics, alles mögliche, was ihr hier reingesetzt habt, direkt, könnt ihr hier auch über diesen Panel in den Klasse einfügen. So, dazu schauen wir uns gehen erstmal auf Viewport, gehen auf Add und tun erstmal einen Cube reinsetzen. Ja, jetzt haben wir hier einen Cube. Ihr orientiert euch genauso wie beim normalen Viewport. Und ihr zieht das mal ein bisschen nach oben, damit ihr auch. Ja, so. Genau. Die Default Scene Route ist eigentlich quasi nur eine gedachte Referenzpunkt, der sich dann quasi dem Spiel nicht gerendert wird. Ja? Das ist nur dazu da, um den Referenzpunkt zu definieren. Quasi der Nullpunkt, ja, im World Outliner. So, genau. So, also wir konnten nicht direkt aus dem World Outliner, sondern wir müssen unsere Komponenten selber hier hinzuziehen. Wir können auch hier andere Sachen, zum Beispiel können wir hier auch ein Licht einfügen, ja. Licht einfügen, setzen den mal hier hoch und hier können wir auch zum Beispiel, genau. So, wie verändern wir? Wir können zum Beispiel die Referenzen, indem wir hier aus dem Components die Referenzen reinsetzen oder beim Cube, ja. Beim World Outliner war es, beim Level Blueprint war es so, man hat es direkt aus dem World Outliner reingezogen. Hier kann man das aus diesem Components Tab reinziehen. So, ein weiterer Unterschied ist, wie wir Events einfügen. Events fügen wir ein, indem wir zum Beispiel hier auf diesen Cube klicken, rechte Maustaste, Add Event for Cube, Collision, ja, Add on Component, Begin Overlap. Ja. Also wir klicken hier drauf. Ja. Beim Level Blueprint war das so. Ja. Beim Level Blueprint, das schauen wir uns nochmal an. Hier gehen wir Open Level Blueprint. Da haben wir Folgendes gemacht. Da haben wir eigentlich direkt aus dem Level das angeklickt.
rechte Maustaste und Create a Reference for Cube, ja. Da haben wir die Referenz quasi über den Level Blueprint, über den World Outliner erstellt. Hier können wir das über den Components Bereich reinsetzen, ja. Zum Beispiel hier auch, ja. Call Function zum Beispiel. Oder eine andere Methode wäre zum Beispiel, wie man Events einfügt, ist hier im Details Panel, wenn ihr runterscrollt, habt ihr hier diverse Events, ja, zum Beispiel ein Component Hit und Component Begin Overlap, was wir hier eingefügt haben, und Component End Overlap, ja. Genau, so, Compile, so. Jetzt können wir, wir haben ja hier eine Blueprint-Class eingefügt, erstellt, ja. Jetzt können wir diesen Blueprint-Class quasi in unser Level einfügen, ja. Und das Besondere ist, wir können so viele Instanzen, wie wir wollen, einfügen. Also es ist unbegrenzt. Und gehen wir mal wieder in unserem Blueprint-Class und setzen ja nochmal ein, ja, Zylinder, ja, setzen noch einen Zylinder hier rein. So, compile und schauen uns unser Viewport an. Und da sieht man, dass die Zylinder alle übernommen wurden. Das heißt, wir können quasi die Blueprint-Klasse ändern und es wird für alle Instanzen der Klasse übernommen. Ja, das ist zum Beispiel auch gut bei Spielen, zum Beispiel wenn ihr irgendwo ein Item-Kiste habt, ja, oder irgendein Actor, ja, der irgendwie explodiert oder der so ein, also alles, was ihr mehrmals im Spiel einsetzt mit der gleichen Funktion, dafür sind Actor-Klassen, also Blueprint-Klassen sehr, sehr nützlich, ja. Und ihr könnt die Funktionen im Event Graph quasi verändern. Ihr könnt verschiedene diverse Funktionen hinzufügen, was ihr wollt. Ja. Genau. Das sind Blueprint Class. Im Level Blueprint Events wurden ja anders eingefügt. Ja. Und zwar, da wurde zum Beispiel ein Mesh angeklickt. Und dann hat man rechte Maustaste, Add Event, ja, über den World Outliner. Also zusammengefasst ist Folgendes zu sagen: Alles, was im Level Blueprint gearbeitet wird, kommt über den World Outliner. Ja. Alles, also die ganzen Komponenten, und alles, was im Blueprint Class bearbeitet wird, das meiste, kommt aus dem Component-Bereich. Also der Component-Bereich, was im Blueprint Class war, ist im Level Blueprint, ja, der World Outliner. Ja. Und ihr könnt so viele Instanzen, wie ihr wollt, einfügen und die Funktion bleibt über eine Klasse quasi fest verankert. Ja. So, das war's für heute über die Blueprint Class. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Vergiss nicht den Like-Button und wünsche euch schon einen schönen Abend. Bis dahin, tschüss.